Herzlich willkommen, meine lieben Filmfans und fucking Freaks. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr euch fragt, warum ich hier ein tolles Handtuch, was ich aus meinem letzten Urlaub aus dem Hotel geklaut habe, liegen habe. Und zwar, ich habe mir meinen schwarzen Tisch versaut. Ich meine, es ist billige IKEA-Ware, aber ich habe ja erzählt, dass ich mir noch ein paar... wie heißen die? Vitrinenschränke für meine Filmsammlung holen will. Und das habe ich dann halt auch getan. Und so faul wie ich bin, ich wollte mich halt nicht auf den Boden hocken und habe halt diese Verpackungen, also diese Pappverpackungen halt auf den Tisch gelegt, habe halt nichts drunter gestellt und ja, habe mir halt den ganzen Tisch zerkratzt. Und ja, das wollte ich euch nicht zumuten, deswegen hier dieses... vom schöne Fließtuch für euch. So, das nur mal so nebenbei. Willkommen zu einem neuen Video von mir, wie ich schon bereits erwähnt habe. Und zwar, ja, das wird ein bisschen kürzer. Und zwar präsentiere ich euch heute meine kleine Mediabook-Ausbeute aus der letzten Zeit. So, dann habe ich hier für euch was von der Firma Dragon, und zwar Gothic und Lolita Psycho. Ich weiß nicht, ob ich den schon euch vorgestellt habe. Bin ja großer Asia-Splatter-Fan und so weiter. Und der hat mir auch noch gefehlt. Den habe ich gar nicht. Alles gut. der fehlte mir halt noch und bin froh, dass ich den für einen Apfel und ein Ei ertauscht habe, weil der ja doch recht teuer in der Anschaffung ist und leider noch nicht gesehen, aber ich freue mich mega, dass ich den habe. Und hier ist limitiert auf 1000 Stück, aber heißt ja nichts. Hier haben wir noch Extras, Action of Gothic Lolita, ein Virtual Trip, ein Trailer und Filmempfehlung. Und ja, das ist halt so ein glänzendes Ding, ist noch richtig gut in Schuss, wie ihr seht. Und bin mega stolz, dass ich den habe. Dann habe ich ebenfalls wieder was ertauscht. Und zwar hier Raped by Women. Leider nicht in einem so guten Zustand. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier sind so diverse Schnitzer irgendwie und hier ein paar, Löcher und so weiter. Aber so auf dem ersten Augenblick sieht man das irgendwie nicht. Und das Cover hat mich halt angesprochen. Ich habe schon wieder vergessen, aus welchem Land das hier kommt. Entweder ist es... Spanien, Mexiko oder sonst irgendwas. Noch nicht gesehen, aber der soll auch nicht so toll sein. Aber ich habe auch mal wieder Glück gehabt beim Tauschen und habe echt nur Scheiß hergegeben. Ich sage immer Scheiß. Also ich gebe natürlich auch Sachen her, wo ich denke so, komm, passt das. Aber hier haben wir halt das Booklet vom Film. Also verspricht natürlich wieder einiges, aber wie gesagt, soll ja leider nicht so gut abgehen irgendwie. Und hier haben wir fast nur Bilder, wenig Text. Text an Dorona. Bin ich echt mal trotzdem gespannt, obwohl der nicht so toll sein soll. Jetzt habe ich es, glaube ich, zum vierten Mal gesagt. Mein Gott. Alter, die kriegst du ja gar nicht raus. Naja, lassen wir das. Raped by Women. All men are bastards. Amen. So, dann kommen wir zu einem Mega-Schnäppchen meinerseits. Und zwar waren das echt... beide Editionen waren... sind immer noch sehr, sehr begehrt und... Ich habe für beide Editionen vom selben Verkäufer,
der seine Sammlung aufgelöst hat. Da habe ich echt einen super, super Preis für bekommen. Und ja, da musste ich halt einfach zuschlagen. Eine Sache ist original verpackt, die andere nicht, was mich nicht stört. Und ja, ich fange da gar nicht erst an. Ich zeige es euch direkt. Und zwar haben wir hier einmal Dario Argento Tenebrae. Und zwar ist das einer der wenigen Argento-Filme, die mir noch gefehlt haben im Mediabook. Und ja, hier in so einer komischen Hülle drin, die leider an einer Seite ein bisschen kaputt ist, aber nicht schlimm. Ja, wie ihr seht, ist das hier Dario Argentos Tenebrae. Und ja, ich habe den zwar schon in diversen Ausführungen, aber wie gesagt, die Argentos im Mediabook, das ist auch so mein Ziel, dass ich da alle bekomme, die es so gibt als VÖ. Und ja, also ich möchte auch nicht, an dieser Stelle möchte ich mal nicht den Preis verraten, aber ich sag mal so viel, wenn ihr wisst, wo, ach nee, ich habe den zweiten noch gar nicht gezeigt, ja, sage ich gleich was zu. Das war auf jeden Fall von XD Video Tenebrae. Limitiert auch 2000 Stück. Ich habe hier die Nummer 1274 und ich bin hier mal echt auf das Blu-ray-Bild gespannt. So, dann kommen wir zu einem weiteren Schätzchen meinerseits. Und zwar habe ich hier bekommen Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Ah, mega geil in diesem Marketing-Design. Endlich. Ich liebe ja die Dinger und ja, nummeriert auf 666 Stück. Ich habe hier die Nummer 165 und ja, der Verkäufer hat mich auf einen Makel hingewiesen, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt einfangen kann, die Ecke soll hier eingedötscht sein, wenn sich das hier mal scharf stellt. Hallo. So, seht ihr das so ein kleines bisschen? Das ist aber echt nur im Licht sieht man das. Also so von vorne kriegt man das überhaupt nicht mit oder so von der Seite. Also das ist echt eine Sache, da sehe ich drüber hinweg. Und da habe ich echt, als ich das gesehen habe, habe ich bei diesem Angebot sofort zugeschlagen. Also für die beiden habe ich ungefähr so viel bezahlt, was das hier kostet. Alleine. So könnt ihr das euch ungefähr vorstellen. Und es war sogar noch ein versicherter Versand drin. Also das war echt mehr als top. Und ich bin nicht so mega penibel wie andere. Und ja, also das hat mich, das waren so, ja, wie soll ich sagen, da habe ich echt immer so ab und zu nachgesucht. Das habe ich eigentlich auch bei jemandem vorbestellt. Leider hat sich derjenige darauf nicht mehr gemeldet, beziehungsweise ist derjenige nicht auf die Börse gekommen. So habe ich das halt nicht für den normalen Preis von 29 Euro bekommen, was ich auch ein bisschen scheiße fand irgendwie. Und ja, so hatte ich dann halt natürlich das Nachsehen und habe es halt mal, ich glaube, das Billigste, was ich mal gesehen habe, war für das hier 55. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, das könnte man noch machen. Ist zwar natürlich auch ein Heidengeld, aber ja, ich bin froh, dass ich doch ein bisschen gewartet habe und nicht sofort zugeschlagen habe. Und das hier war echt ein super sensationeller Preis. Ich muss das nochmal sagen. Und ja, das war meine Ausbeute aus der letzten Zeit in Sachen Mediabooks. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen dalassen. Erzählt mir gerne was dazu. Mögt ihr Argento zum Beispiel? Habt ihr diese Gurke hier schon gesehen? Magt ihr so Asia-Quatsch? Oder wie gefallen euch die Filme von Lucio Fulci? Beziehungsweise steht ihr auch auf diese Marketing-Designs? Wenn ja, auch im Mediabook oder in anderen Editionen. Ja, lasst mir euer Interesse da.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Moviepicker. Ciao.